Lieben, wir kommen zurück bei Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Jetzt gehen wir gleich in den Bonus-Bonus-Raum und... Oh. Gute Leistung, Hermine. Du hast die Aufgabe gelöst. Du hast alle 10 Aufgabenschilde gesammelt. Ich komme in den Bonus-Raum. Fantastisch. Yay. Wow. Oh mein Gott. Das hier ist der Bohnen-Bonusraum? Genau, Hermine. Sammle so viele Bohnen, wie du kannst, bevor die Zeit abläuft. Aber selbstverfreulich. Elasto! Elasto! Ich bin nicht gerade optimal gelaufen, glaube ich. Schade. Aber wir haben, glaube ich, gut was eingesammelt. Bin ich schon wieder am Lecken? Da bist du. Wie war's? Klasse. Ich kann jetzt Gegenstände in Drachen verwandeln. Ja, gute Nacht. Du meinst die fliegende, brüllende, dörferabfackelnde Art von Drachen? Nein. Es ist nur ein sehr kleiner verwandelter Drache. Oh, schade. Du kannst die Aufgabe erneut lösen, wenn du möchtest, Hermine. Nein. Oder wir versuchen es später nochmal. Depulso! Depulso! Was meinst du, Hermine? Willst du es noch einmal mit der Draconiforce-Lapiforce-Aufgabe versuchen? Depulso! 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 Möchtest du die kapere Drachen? Diese Aufgabe ist anscheinend gerade gesperrt. Was kommt denn jetzt? Der nächste Morgen war recht stürmisch. Harry freute sich aber schon auf das erste Quidditch-Spiel der Saison. Oh, es ist laut! Schnatz. Scheiße, ist das laut. Wie schnell Harry einfach ist. Speedy Gonzales lässt grüßen. Er spielte ausgezeichnet. Bis plötzlich. Es ist laut. Dementoren! Da haben wir ganz schön Matsch. Harry verletzte sich bei diesem Sturz nicht. Er entschied sich aber, sich seiner Angst vor den Mentoren zu stellen.
Professor Lupin bot ihm an, ihm Unterricht gegen die Dementoren zu geben. Er fragte Lupin nach Sirius Black, dem Mann, der der beste Freund seines Vaters gewesen war und James und Lily an Voldemort verraten hatte. Der Professor schien sich nur ungern darüber zu unterhalten. Wir sollten mit deinem Unterricht gegen Dementoren fortfahren, Harry. Ich wollte mich im Schloss umgucken. Natürlich können wir keinen echten Dementor ins Schloss holen, also improvisieren wir mit einem Irrwicht. Der Irrwicht verwandelt sich in das, wovor man am meisten Angst hat, also in deinem Fall ein Dementor, Harry. Ich wüsste gerne, was das bei mir ist. Ich wüsste Richte gerne, was das bei mir ist. Zauberstab auf das Ziel. Halte dann die linke Maustaste gedrückt, um die Kraft des Zaubers aufzubauen. Oh, wackel, wackel. Du siehst einen Ring aus Licht deinen Arm hochsteigen. Für einen perfekten Zauber musst du ihn in dem Moment wirken, in dem der Ring über deinen Zauberstab läuft. Versuch es. Die Zauberformel lautet Expecto Patronum. Okay. Habe ich schon mal gesagt, dass mein Patronus ein Kackdelfin ist? Wollte mich einfach im Schloss umgucken. Expecto Patronum! Der Lichtring muss auf deinem Zauberstab liegen, wenn du den Zauber sprichst. Expecto Patronum! Ausgezeichneter Zauber, Harry. Noch zwei und du kannst weitermachen. Expecto Patronum! Genau so, Harry. Nur noch einmal. Expecto Patronum! Fantastisch! Drei perfekte Zauber, Harry. Du bist bereit für die nächste Stufe des Unterrichts. Oh, der Katze ist cool. Erkunde die Räume in der Umgebung und sei bereit für den Patronus-Zauber auf einen Irrwicht. Das ist toll, Lupin. Ich wollte mir eigentlich das Schloss angucken. So die ganz beschissene Befürchtung, dass mir gleich irgendwas... Depulso! Aloora! Ja, die da oben geben nix. Wo bin ich hier? In der Absteckkammer gelandet? Warte mal. Der hier macht nix. Ach, guck mal an. Depulso! Wir müssen gleich nochmal irgendwann zu Fred und George. Hi! Oh Gott. Ha, 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 ha. Ich wüsste gerne, woran sich der Irrwicht bei mir verwandelt, wovor ich am meisten Angst habe. Oh, ein Dementor. Nein, Harry. Konzentrier dich. Der Irrwicht sieht nur wie ein Dementor aus. Er spielt mit deiner Angst. Expecto Patronum! Expecto Patronum! Wird ihre Präsenz dich wahrscheinlich daran hindern, dich zu bewegen. Ein perfekter Patronus schaltet den Irrwicht aus. Für den Moment. Dann musst du auf alle Irrwichte zielen, bevor der vorherige Zauber aufhört zu wirken. Oh. Expecto Patronus! Expecto Patronus! Hast du den Zauber gemeistert. Toll. Oh, und da ist noch eine Sammelkarte. Gott, ist das laut. Heilige Scheiße, war das laut. Ich bin taub. Wow. Die... Oh, Gott. Was? Oh Gott. Oh nein. Expecto Patronum. Bitte die Falltür und so weiter. Und den lauten Sound. Ich musste wissen, wie du reagierst, wenn die Dementoren dich überraschen. Du hast dich hervorragend geschlagen. Danke, Professor Lupin. Ich bin taub, Lupin. Taub. Ich werde die gar nicht hören. What? Nach dem Unterricht gegen die Dementoren fragte Harry Professor Lupin, ob es stimme, dass Sirius Black und sein Vater Freunde gewesen seien.
Professor Lupin schien die Frage unangenehm zu sein. Er sagte nur, dass er Sirius einmal gekannt habe oder es zumindest glaubte. Grenze ist verschwunden! Und weißt du, was auf dem Boden lag? Katzenhaare! Rostrote Katzenhaare! Du willst doch nicht sagen, dass Krummbein... Ich habe gerade gehört, sie wollen Seidenschnabel wegen des Angriffs auf Malfoy hinrichten. Nein, das können sie nicht. Da steckt Malfoy dahinter. Ihn sollten sie bestrafen. Wir müssen doch was tun können. Eine Berufung. Eine Berufung, genau. Ich habe da doch was über Hippogreifenangriffe gelesen. Wir können in der Bibliothek suchen. Ich komme mit, aber ich habe wirklich genug von deiner Monsterkatze, Hermine. Ich will erstmal zu Fred und George. Ich frag mich, wo Madame Pince ist. Vielleicht hat Krummbein sie auch erwischt. Ich weiß, dass sie uns die Bücher über Hippogreifenschlägereien gibt. Es ist ein Notfall. Sie stehen dort im Rechtsbereich, aber der ist abgeschlossen. Es muss doch eine andere Möglichkeit geben, daran zu kommen. Ich will doch nur durchs Schloss laufen. Wir sollten das aber machen, ohne Ärger zu bekommen. Ärger? Wer sagt, wir bekommen Ärger? Ach du Scheiße, ah, Gott. Impulso! 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 Ah, Gott, Alter! Impulso! Das ist laut! Impulso! 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 Die Pulso! Ron, schau mal nach, ob wir nicht irgendwie in den Rechtsbereich hochkommen. Bitte greif mich nicht dauernd Bücher an. Ich weiß, warum ich keine Bibliotheks gebe. Da gibt's nur böse Bücher. Hallo, Humora. Da gibt's echt nur böse Bücher. Ich wusste schon immer, Bücher sind gemeingefährlich. Und solltet ihr am besten die Finger davon lassen. Impulso! Hallo, Humora! Hallo, Humora! Impulso! Impulso! Was ist hier nix? Sonst... Hallo, Humora! Ron, Emi, sollen wir da hochkommen? Capere Tractum! Ja. Capere Tractum! Ja. Hallo, Humora! Eh? Okay. Capere Tractum! Eine Buchregalleiter! Du und Harry steht Schmiere. Wir rufen, wenn wir Madame Pince sehen. Heißt sie Madame Pince? Heißt sie nicht Madame Prince? Nee, Prince ist ja die Mutter von Snape. Hallo, Humora! Luna! Ach du Scheiße, schon wieder. Ist Abifors? Hallo, Humora! Okay. Kommen wir wohl nicht weiter? Ich muss, glaube ich, das... Draconi Force! Warte mal. Ah.
das war da. Ich bin doch nicht so doof. War ja easy. Das war ja easy. Da ist das Buch. Perfekt. Und jetzt direkt zu Hagrid. Ob ich heute noch mal jemand mal durch das Schloss laufen darf, ohne dass sie mir sagt, wo ich hin soll. Hast du was gefunden, was uns bei Seidenschnabels Verteidigung hilft? Ja. Nein. Ich habe das Buch auch schon Hagrid gegeben. Moment. Wie hast du das gemacht? Wir haben uns gerade erst getrennt. Naja, ich habe eine Abkürzung genommen. Komm, wir wollen uns nicht zur Zauberkunst verspäten. Es ist gleich hier. Haltet diese schrecklichen Dinger von mir fern! Lauft! Es hat total den Verstand verloren! Oh nein! Das sollten wir uns besser mal ansehen. Haben wir jetzt nicht Zauberkunst? Ja. Wir haben aber noch Zeit, dem Ding eine Lektion zu erteilen, was auch immer es ist. Deine Entscheidung, Harry. Ihr drei wollt Zauberkunst, nicht wahr? Das ist im zweiten Stock, oder? Natürlich. Dumm von mir. Wir sehen uns. Hä? Ich kann doch gerade noch drauf zaubern. Bereit für Zauberkunst? Da gehe ich gerade hin. Nein, ich wollte nicht in Zauberkunst sein. Professor. Nein. Willkommen zur Zauberkunst. Edwig? Heute lernen wir einen sehr nützlichen Gefrierzauber namens Glacius. Ich habe was anderes Wer verstanden. Ich würde das gerne vorführen. Harry Potter, genau mein Mann. Wenn du bitte durch diese Tür treten würdest, können wir mit der Glacius-Aufgabe anfangen. Ich wollte nicht da rein. Ich komme halt nicht mehr dazu, das Schloss zu durchleuchten. Mit Glacius kannst du eine Reihe von Dingen gefrieren lassen, Harry. Fangen wir mit einem Amazonas-Salamander an. Ja. Jetzt Obacht, Harry. Du musst das Geschöpf und sein Feuer auslöschen. Versuch es. Es hört sich radikal an, wenn er sagt auslöschen. Recto Sestra! Glacius! Gute Arbeit, Harry. Alohomora! Guck mal, ne? Alohomora! Schön, wir haben zwei... Versuch jetzt mit dem Glacius-Zauber das fließende Wasser gefrieren zu lassen, Harry. Ich glaube, nach dem Unterricht, wenn ich mich dann endlich bewegen darf, hören wir uns die 43 Karten an. Glacius! Ausgezeichnet. Wow, das ist komplett gefroren. Und jetzt der beste Teil, Harry. Zeit für eine Rutschpartie. Mit den Pfeiltasten links-rechts drehst du dich. Wie drehe ich mich? Mit Pfeiltaste oben wirst du schneller, mit Pfeiltaste unten langsamer. Los geht's. Wir sehen uns am Ende der Aufgabe. Schon. Mich auch. Elasto! Siehst du sonst noch irgendwie was, was ich machen kann? Wahrscheinlich eher nicht. Oh shit. Ich habe ihn nicht geschafft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ist das laut. Elasto!
Okay, schneller werden ist nicht gut. Schade. Recto Centra! Hallo. Nein! Was? Ich muss da gleich nochmal rein. Ich muss da gleich nochmal rein. Ich habe da wahrscheinlich was vergessen. Kacke. Depulso! Ich habe wahrscheinlich was vergessen. Kacke. Einzusammeln. Und um die Bohnen einzusammeln, die ich hier verkackt habe. Warte mal. Recto Centra! Ne, wir gehen gleich nochmal da rein. Ich habe das dumme Gefühl, weil wir haben nämlich wirklich irgendwas vergessen. Wahrscheinlich irgendwas vergessen. Mit Beetkarte. Irgendwas haben wir auf jeden Fall vergessen. Wir vergessen immer irgendwie was. Was? Oh, hi. Oh.
100 Pro irgendwas vergessen. Gelatius! Sind jetzt mal rechts lang, ich will da mal links lang. Genau deswegen wollte ich da ran. Okay, wir sliden jetzt links lang. Ich sag doch, wir haben irgendwo eine vergessen. Wir haben irgendwo eine vergessen. Harry, komm zurück, wenn du die Gratius-Aufgabe erneut an. Oh, aber du hast leider nicht alle Aufgabenschilde gefunden. Das ist wirklich schade. Deswegen komm einfach wieder, wenn du Lust hast, die Aufgabe noch einmal anzugehen. Finde alle 10 Schilde und du kannst in den Bohnenbonusraum. Ich komme wieder. Ja, gehen wir auch. Definitiv. Und zwar direkt nach der Folge. War's? Kannst du jetzt Dinge gefrieren lassen? Ich konnte überall rumrutschen. Boah, krass. Und Salamander, so groß wie Hagrid. Die blauen oder die purpurnen? Ach, ich denke, das macht auch keinen Unterschied. Du kannst die Glacius-Aufgabe noch einmal versuchen, Harry. Oder wir kommen später wieder. Wir machen definitiv nochmal. Das war in der nächsten Folge.